Oder brannte was im Westen? Brannte oder brannte? Was bewegte sich da? Wieder da. Wie war einer? War da ist noch einer. Wir schießen auf uns. Ja, der schießt ja. Nee, doch nicht. Ich sehe ja nicht, Steffi sieht die. Der Tote hat gezuckt, deshalb dachte ich, der lebt noch. Steffi sieht tote Menschen. Was sagen denn die Helis dazu, dass wir hier wegfahren? Brumm, brumm. Ich meine, können die uns was, oder? Immer. Der da fliegt gerade nicht, würde ich sagen. Ah, nein, 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 nein. Oh, 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 was? Wir sind von dir abgeprallt. Ich dachte, ich stand schon. In den Kofferraum. Worauf haben wir uns geeinigt? In welche Richtung? Ja. Jo, wo bist du hin? Ich bin schon unten am See. Gut. Der badet schon. Ist richtig. Aha, und der Feind hier, den hast du einfach gelassen? Ja. Die flitzen hier alle so. Deshalb wundere ich mich so. Ist doch angezogen. Rennen halt. Ich wollte auch zum See. Bevor Neo die ganzen Plätze reserviert mit Handtüchern. Ja, ich wollte gerade fragen, ob er für uns zwei reserviert. Langzeitmotivation. Und quasi die Gegenspieler. War nur noch einer drin, den der ausgeladen hat? Oder hat er den Rest woanders ausgeladen? Hoffen wir es, also fahren wir schnell weg. Das hat das Rektor schon erledigt. Hui. Was zur. Warum? Ach. Das Rektor war doch schon zu Ende. Weg vom LKW. Physics. Speichern. Rechts. Endlich. Ich dachte, hier passiert gar nichts mehr. Ich war schon so lange nicht mehr tot. Steffi. Warum? Oh, ich wollte das mal wieder sterben. Ich sehe, es läuft alles wie immer. Ja, auch der Osterhase hat es nicht besser gemacht. Ich hab mich echt gewundert, dass ich getroffen habe. Ich habe irgendwie umgedreht und zweimal abgedrückt. Lass mal hier genau kurz. Genau, Fia, zurück in die Formation. Gerne. Ja. Darfst du meinen Rucksack gucken? Nichts anfassen, nur reingucken. Warte, 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 da ist die Munition. Die war verrutscht in meinem Oberteil. Ist das passiert? Und hier hast du noch zwei Granaten. Steffi, ich stelle mir das unbequem vor, wenn du dir den BH mit Munition ausstopfst. Okay. So, was hast du, Neo? Habe ich jetzt nicht zugehört. Ich habe gesagt, ich stelle mir das unbequem vor, wenn du den BH mit Munition ausstopfst. Naja, bei den Handgranaten kann ich es noch verstehen. Oh, voll besetzter Polizeitrabi. Sind die echt? Ja, 762er. Ja. Dass alle den Kopf hängen. Ja. Das prüfen wir erstmal noch. Entschuldigung. Das ging durch. Nee, das ging vorbei. Wird irgendwie jeder erschossen heute. Jan, also Janne. Gleich. Ich hab schon Angst. Hui! Passt es heute aber auch damit? Hier ist eine Karte. Hier ist noch ein Magazin für Janne. Weg vom Trabi. Ein neues Hobby, oder? Fliegen. Karte. Physics. Ach, immer diese Bäume. Thank you.
Das ist ein schreckliches Geräusch. Das ist eine Warnung. Okay, Yoshi fragt gerade, hey, die Hälfte der Mods haben wir doch eh schon. Ich sag ihm mal ja. Ja, das ist eine Warnung. Kommt davon, wenn man nicht auf Warnung hört. Das hättest du kommen sehen müssen. Ich hab's noch dreimal gesagt. So wie als wenn du dem Kind das Überall gibst und sagst, wenn du das 10 Minuten lang nicht öffnest, bekommst du ein 2. Steffi, die Herdplatte ist heiß. Wow. Leo, das ist eine Warnung. Arti! Wo geh ich hin? Ich hab keine Ahnung. Weg. Würdest du hier hinten weggesprengt oder bist du bis hier geflogen? Ich stand da hinterm Baum. Bist du da hinten ein bisschen aufgeschreckte Infanterie? Was haben wir denn bisher? Ja, dann einfach nach Nordost hinter Hiltersried zum nächsten Ding, immer der Straße folgen. Da ist wohl wer. 100 MG-Schütze. Ich schieße auf uns. Au. Ich, ja, ich kann noch nicht heilen. Und selbst wenn, weiß ich nicht, ob das helfen würde. Oh, die Blaulichter sind noch an. BTR oder sowas? BMD. Wie weit ist der weg? Nicht so weit wie ich. Ich hab ganz klein bisschen drüber. Jetzt muss ich genau drauf. Okay, war auch gut. Ich hab doch dieses Ding am Rücken. Oder nicht? Wow. Jetzt echt. Janne! Wir fangen neu für dich an. Da liegt jemand oben auf dem Bunker von der Straßensperre. Ja, der hatte ich ja schon. War das jemand von. Oder? Okay. Das ist ja ein schreckliches Geräusch. Das ist eine Warnung. Das kommt davon, wenn man nicht auf Warnung hört. Das hättest du kommen sehen müssen. Ich hab's noch dreimal gesagt. Das ist so, wie als wenn du dem Kind das Überall gibst und sagst, wenn du das 10 Minuten lang nicht öffnest, bekommst du ein 2. Steffi, die Herdplatte ist heiß. Wow. Leo, das ist eine Warnung. Arti! Komm auch mal wieder runter. Bleib schön da. Warum? Weil du Deckung geben kannst. Eine Nachexplosion, wir wären alle tot. Kannst du auch von da drin? Kannst auch von da drin gehen. Komm, Moment. Ich habe auch noch eine Handgranate, Steffi. Dankeschön. Ich meine, ich möchte mit euch zusammen sterben und nicht immer die Letzte sein. Lieber mit euch sterben, als die Mission weiterzuspielen. Okay, oh. Weg, Scruffy, ich will jetzt nicht sterben. Ist ein Comcenter, oder? Nee, ist ein weg. Ist eine Gartenhütte. Weg! Oh Mann! So, wir sind zusammengestorben.
könnte gut klappen. Oh ja, die liegt gut. Renn aber erst hinter das Haus, hinter die Hausecke. Scheiße. Die Granate. Die hat gesessen. Direkt Treffer. Alles war ja nicht meine Schuld. Du wolltest ja mal mit uns sterben. 59, 26. Ich wollte nicht immer die letzte sein.